So, yeah, so maybe we just to start to listen. Herzlich willkommen an der Angewandten. Mit Urs Fischer starten wir jetzt eine neue Gesprächsreihe. Gut, aber du spielst, ja? Nein, ich spiele leider nicht. Aber du drückst die Taste. Okay, Gabi, willst du kurz noch einleiten? Okay, the first song. Okay. What is your favorite? Oh, no, I didn't do that. Nichts ist langweiliger als jungen Leuten erklären, wie toll die Zeit war, wo man selber jung war. Also das würde ich gerne auslassen. Ich weiß eigentlich selber nicht vorher, was die Leute eigentlich spielen werden. Ich weiß nur, dass sie wahnsinnig und leidenschaftlich sind und das ist für mich also der Grund genug, um sie hier einzuladen. So, dass wir uns alle gut hören. Ja, eingeleitet kurz. Okay. Ja, das heißt ja Obsessions. Ja, ja. Die Secret Obsessions. Lacke und Leder. Und natürlich weiß ich, dass sie irgendwelche perverse Gefühle für gewisse Musikstile entwickeln. Das wäre übrigens ein guter Titel. Ja? Gut, ja. Lack und Leder. Nein, Secret Obsessions, Lack und Leder. La giornata. È già buio la mattina, hai ben ragione, meglio non pensare, Jetzt gehen wir zurück einmal zu den Rhythmen und Blues-Sängern. Ich hatte mal vor 2 Wochen habe ich nur also Hit-Radio gehört. Ja. Das ist eine andere Passion von mir. Das Hit-Radio. Ist mehr Secret, ja. Ja, das ist das echte Secret Fashion. Aber das ist ein vollkommen anderes Klavierspielen und der Rhythm kann das. Also es ist eigentlich für uns immer sehr überraschend, was die Künstler eigentlich bringen. Something is holding me back. Uh-huh. I was told to bring my favorite records, and my favorite records are actually the one I haven't heard yet, of course. Sometimes I wonder why I spend the lonely night. Übrigens, das war auch die meiste Frage, die diese Woche an mich gestellt wurde. Wer ist Ockeghem? Muss man den kennen? Naja, werden wir sehen. Und jetzt ist er shortlisted zu was? Zu was? Ich weiß nur, dass es viel Geld gibt, aber zu was eigentlich? Die Renaissance-Musik, also diese franco-flämische Vokalpolyphonie, ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Und das ist der Unterschied zu heute, dass die Jungs damals Bands gemacht haben, damit sie die Mädels eher am Haken haben. Weil damals auf der Bühne war das was. Also die haben die Mädels. Musiker hatten sexy Bild, ne? Ja, wahnsinnig. Aber ich meine, was, also gefällt dir eigentlich an Reggae so dieses simple. Ich finde es ja nicht simpel, wenn man es aufhört, es klingt simpel, ist aber... Wunderschönes Lied und deshalb spiele ich das jetzt einmal. Let's play something, ne? Okay, let's play a record.
So any choices? Ich würde eigentlich sagen, meine Eltern hätten es lieber gesehen, ich wäre Musiker geworden als Maler. Und wieso ich oder nicht... Oder es ja auch unanständiger Beruf ist. Ja schon, aber mit Musiker, man erreicht die Leute so von Herz zu Herz. Also das ist, In my office there's always music playing. I mean, without much stop. I think you have to be in my office for several years before I let you get near the CDs. Es gibt nichts Besseres, wenn hinter dir die Band spielt, du hast die Gitarre mitten am Bauch, ganz unten, und du ziehst los. Ich sag dir, ich verstehe die Gitarristen. Ich verstehe den Keys, wie er dort steht, weil du bist 2 Meter in der Luft, wie du ja selber weißt. Ich habe ja geglaubt, du bist ja so ein bisschen mehr Rotzmusik und laute Musik und mehr. Nee, witzig bin ich schon als Mensch. Als Mensch, ja. Das heißt, du brauchst das gar nicht. Nee, ich brauch das nicht. Das bin ich ja schon. Ja. Ich bin ja schon intelligent. Warum brauche ich intelligente Musik? Ja. Naja. Okay. Mit Proof. Ja. Das ist excellent. Und das hat genau mit dem zu tun, was du ansprichst. Ich glaube, es gibt da so eine Art Konkurrenzverhalten. Sie können das besser als ich. Und ich habe die, Anführungszeichen, die Arroganz, da mitzuspielen. And if my life is like the dust, ooh, that hides. Ich möchte dazu noch was sagen, dass der Urs wollte am Anfang faktisch alles hintereinander spielen, das ist faktisch, dass man die Zusammenhänge, die einzelnen musikalischen Zusammenhänge ineinander fließen. Das wäre natürlich sehr schön als eine CD und das würde sehr gut klingen, aber es würde natürlich von euch viel buddhistische Gelassenheit erfordern, die ich weiß, dass ihr nicht habt. Grauenhaft, gell? Ist nicht verboten. Also. Ist nicht verboten. Trotzdem, also was ist das andere an ihm? Der Dieter Hoppe als Assistent und wir Studenten, der Switschinski und so, sind wir mit einem Transparent in der Stadthalle gesessen. Und auf dem Transparent war: die TU Wien grüßt die Rolling Stones. Ja. Naja, aber immerhin, den Einsatz möchte ich heute noch mal sehen. Ne? Aber der Künstler kann falsch spielen. I made a decision just to bring 45 singles for this. Most of the time I listen to music essentially by myself. And I thought it might be a nice occasion to listen together. Ah, that's a bit bad. Er sammelt Tonnen von Schallplatten, Tonnen von Büchern. Ich verleihe ihm damit den goldenen Orden, alternativ goldenen Medaille für seine Verdienste in der Musik. Heute damit. Das ist nichts, aber es ist symbolisch. Ja, also eigentlich... Du hörst es plötzlich und denkst, was ist denn das? Ja, verstehe. Andererseits für mich immer wieder überraschend, dass man durch das Hören von Musik in das Leben eines anderen Menschen hineingesogen wird. For me, you know, to find out like a person like this, you know, it just changes the entire written history, right? Suddenly there's something new, totally unknown. Und der Kies hat plötzlich die Gitarre und hat unten der Townsend mit dem da. Der steht so, der steht neben den Schuhen, ja, also du merkst, ja wirklich, der hat die Schuhe so, ich kann das gar nicht, mit den Stiefeln steht er und zieht die Gitarre mit dem Körper hoch und wenn du selber spürst, merkst du, du kriegst einen anderen Schlag. Also das zum Beispiel von Townsend, ja, du hörst es, dass das ein anderer Ton ist. I see. See, this is like down there. I understand, yeah. Aber Obsession, Gitarrenspielen ist sicher meine Obsession und meine geheime Obsession, muss ich sagen. Is it 45?
I think it's 45. Sometimes you don't know. It doesn't really matter. You know? Aha. Verstehst du, es war nicht lustig bei uns auf der TU. Es hat keine Reviews oder Gespräche gegeben. Es war nicht genügend, nicht genügend, nicht. Jawohl, Herr Professor. Es wurde im, allerdings muss ich schon sagen, es wurde im Aufzug gegrüßt. Also wir haben gesagt, guten Morgen. Heute gehst rein, ja. Dann beim Hinausgehen steigt der geschätzte Student auf die Füße und sagt hoppala. Ich danke, es war lehrreich. Wir greifen zur Gitarre und fangen morgen an zu üben. Ja, wir. Wir, ja, genau. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr vielen Dank.